Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Satisfactory. Wir sind mittendrin, Aufnahmesession, 27. Stunde ist angebrochen. Die Augen quellen raus, auch bei Minjas, aber der sieht von Haus aus so aus. Bitte, was? Du bist eher so ein Glubsch-Augentyp, habe ich dir noch nie erzählt? Nee, ja gut, so wirklich auf manche. Das ist aber auch meine animalische Art. Hier. Animalisch. Froschig. Kann es sein, dass wir beide ziemlich müde sind? Ja, ich glaube ja, ne? Ich höre jetzt auf. Okay. Froschig. So, wir brauchen Container laufen. Stahl einen Container laufen lassen? Mhm. Fürs Erste, oder was meinst du? Ja, dass wir so einen Puffer haben, weißt du? Ich finde es immer ganz gut, wenn die Produktion nochmal so einen Puffer hat. Wenn das Ding leer läuft, scheiß drauf. Aber wenn es mal voll läuft, ne? Weil hinten irgendwie was stockt. Ich wollte eigentlich beide Produktionen in den gleichen Container machen. So ja, genau. So hätte ich das gesagt, dass du das schon mal so aufpasst. Ich komme jetzt gleich mit der zweiten Gießerei, die wir letzte Folge ja hier so erfolgreich ignoriert haben. Und dann können wir nämlich endlich die Kohle ran schaffen, dass das hier mal ran vorwärts geht. Die brauchen wir. So, ich komme mit der zweiten Gießerei und das dürfte auch gerade so reichen. Ich habe auch gemerkt, das Drosseln von Maschinen ist ganz gut. Weißt du, man muss immer gucken, wie viel kommt rein, wie viel kommt raus. Ja. Und dann hart ignorieren, was ich jetzt gesagt habe. Und dann einfach weiterlaufen. Genau. Dann einfach, genau. Genau, das ist auch mein Plan. Meistens. Du willst da hinten lang gehen, okay. Also das Chaos geht weiter. Kannst du die genau noch ein Stück, genau noch ein Stück zu dir? So? Noch? Nee, das dürfte gehen, ja. Mach mal den von hier. Ja. Und Stahl noch runter, wa? Und Eisen noch runter, ja. Reicht das? Ja. Ja, mach du. Ja, das ist doch. So, dann schließe ich mal einen Strom fast geil. An. Fast geil. Ja, ist doch super. So, der geht jetzt setze durch, ich den Polen hier so. Haben wir noch einen Anschluss frei? Jo. Aber locker. Siggi. Locker Siggi. Hä? Was geht mit dir? Du hast einen Ausgang, du hast einen Splitter gemacht. Kein. Du musst ein. Das ist mal gleich hier. Ein Merger. Ein Merger. Dann kann ich gleich mal gucken, ob die hier vielleicht sogar. Ja. War eh der Plan. Zack, zack. Achso, der Ausgang ist nicht. Ist auch egal. Okay. Ja. Der ist nicht. Der Ausgang selber ist nicht ganz stimmig. Die Mitte. Passt überhaupt nicht. Möchtest du, dass ich das gerade mache? Warte, ich helfe dir. Was machst du denn jetzt? Alles weg. Jetzt den. Ja. Oh, mega, ey. Mann, ey. Lass mich doch jetzt den Fusionator setzen. Dann warum denn? Ich fusioniere ich gleich mal. Nein, fusionier mal. Hör mal auf. Hör mal, jetzt. Mal geh doch mal weg da. Ich krieg's. Wohin denn? Oh, ist das richtig? Mhm. Ein Fusionator? Mhm. Mit einem Wort? Was man auch benutzen sollte? Oder? Kannst du. Das ehren kann. Wenn du das ist, was du möchtest. Ah, du hast den MK2 gesetzt. Das ist gut. Alles MK2 und du nicht hier, ne? Nee. So, und jetzt hier hinten raus mit dem. Nee, hab ich nicht. Nee, weil der kommt nicht schnell genug der Stahl raus. Jetzt hier hinten raus machen wir einen Produziermischnitt, einen Constructor. Und der Constructor konstruiert uns jetzt. Mit genügend Abstand. Aber wollen wir den nicht auf 2? Also zwei oder drei Konstruktoren? Also ja, können wir machen. Ich mache das, deswegen mache ich immer so viel Abstand. I show you how I do that. Ja. Und dann mache ich so. Achso, und dann gehst du hier in den Mitte. Und dann mache ich einen Splitter. Das war wieder doof, weil ich wieder den als nächstes gesetzt habe. Aber ich denke mal, es müsste gehen. Passt. Und. Dann soll ich innen rechts daneben noch basteln? Warte. Nee, links daneben hätte ich gesagt. Hier, nach hinten raus. Bleiben von unserer eigentlichen Produktion, sonst wird es hier vorne so eng. Genau. Achso, ja. Ja, mache ich ein bisschen Abstand, damit wir zu Noten und Förderband dazwischen durchziehen können und so, weißt du? So ein bisschen, genau.
So, Strom. Wo greife ich Strom? Mache Struns. Wo habe ich denn den? Da zum Beispiel. Ja. So, dann machen wir hier einen. Den setzen wir am besten in den Bogen, weil hier kommt eh nichts mehr großartig hin. So. Und dann gehen wir hier an dem Container vorbei. Rutsch. Jo, das ist eigentlich auch egal. Ja. Gut, dann haben wir das. Und du machst uns bitte Steel Beams. Du auch. Funktioniert das hier mit dem Splitten? Nein. Warum soll es auch funktionieren? Weil es ist halt dumm. What? Naja, das ist dumm. Den Dings erst den Splitter setzen, weißt du? Das ist halt leider. War das dumm? Den Splitter zuerst zu setzen oder? Nee, den muss man, den sollte man zuerst setzen, weil dann, so, meinst du nur dich, dann ja. Die Anschlüsse auch 100% funktionieren. Ja, verstehe. Ich verstehe. Achso, das ist ja gar nicht, wahr, was hier passiert. So. Jetzt läuft das los. So hat er ja schon ein bisschen was vorproduziert, weil dann würde ich jetzt nämlich mal ein Stack. Nee, zwei Stacks rausnehmen und die Kisten hier vollhauen. Damit er hier fleißig produzieren kann. So. So, und jetzt gehen wir hier raus. Ja. Wir müssen jetzt erstmal Motoren produzieren, ne? Ja. Und Motoren produzieren wir, da brauchen wir Barren. Das heißt. Barren, und zwar was für Barren? Er zieht nämlich hier alles leer. Der schafft das nämlich nicht, die beiden Dinger zu befeuern. Das habe ich mir schon gedacht. Muss leider doch mal hier ein Stack klauen. Und dann noch ein Stack klauen. Ich mache jetzt händisch noch ein paar Motoren. Also hier, warum läuft die Produktion hier nicht? Wieso kommt hier nichts raus? Hier gibt es keinen Strom. Ja, kommt gleich. Ach, du bist ja noch am Basteln. Moment. Wie, da gibt es keinen Strom? Nee, hier gibt es keinen Strom, das ist nicht verbunden. Hier hast du keinen Strom angeschlossen. Der da. Ja. Die komplette Konstruktion von Kupfer hat keinen Strom. Nee, das, ach so, nee, das weiß ich doch. Da bin ich doch gerade bei, Dude. Ach so, ja. Dann. Ah, entschuldige bitte. Ich war jetzt, ich guck da drüben, warum da kein Strom ist. Und du meinst hier. Also manchmal, ne? Findest du das witzig? Was ist los mit dir? Was so, zum Teufel? Die aus Stahlrohren. Das heißt, wir brauchen Stahlrohr und ich brauche Kupfer ohne Ende. Wir brauchen mindestens mal 50. Das heißt, wir brauchen 500 Kupfer. Ich guck gerade schon wieder, wir haben schon wieder 9 Minuten aufgenommen. Das ist echt zum Heulen. Das ist echt. Hast du Spulen einstecken oder darf ich mir mal kurz hier. Ja, die klaue ich mir mal kurz. Achso, der hat ja alles. Der hat 100. Der hat nur Power. Ach so, jetzt verstehe ich es. Ja, hier. So. Freunde der leichten Unterhaltung. Motoren. Die brauchen jeweils 2. Da wir 50 Motoren brauchen, brauchen wir 100 Statoren. Da wir 100 Statoren brauchen, brauchen wir 300 Stahlrohre. Es langt hinten und vorne nicht. Okay, was? Ich habe nur 200 ungefähr. Bräuchte noch ungefähr 100 Stahlrohre. Haben wir denn Stahlrohre werden hier gemacht irgendwo? Nee, nein. Ich habe jetzt einfach Barren mitgenommen, um die Motoren mal schnell händisch zu machen, damit wir schnell die MK3 kriegen, damit die Kohle rankommt, weil ohne Kohle können wir die Stahlproduktion nicht maximieren. Donk. 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 Ich komme mal kurz vorbei. Mhm. Du kannst mir mal Dings mitnehmen. Stahl. Mach ich was in der Tasche? Nope, zu spät. Ich will jetzt aber ganz kurz mal nur schauen, wie das sich zusammensetzt. Also Stahlmann ist klar, Steel Beams wird aus daraus hergestellt, Stahlrohre werden aus Stahlbarren hergestellt. Wir reden, der Motor kostet Rotoren und dieses andere Ding, den Stator. Stator. Stator.
Ja, die stelle ich gerade händisch her. Also ich habe jetzt gleich 20 Motoren schon. Ja, ich meine, wir müssen das natürlich... 120 von diesen Rotoren in der Tasche, ne? Die brauchen wir, glaube ich, gar nicht so viele. Ich gucke jetzt gleich mal. OR-Stahl. So, ich kann jetzt 32 Motoren herstellen. Doch, die brauche ich schon, die Dinger. Aber ich glaube nicht so viele, wenn welche übrig bleiben jetzt. Und dann haben wir nämlich endlich Mod MK3, dann geht das mal mit der Produktion hier endlich voran. Produktion? So, jetzt haue ich hier schon mal die Motoren rein, die ich schon habe. Dann haben wir 32, das heißt, wir müssen noch 18 Motoren stellen. Jetzt hole ich mir mal Stahl ab. Hast du die Kupferproduktion wieder angeschlossen? Ja. Cool. Die produziert Kupfer. 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 Muss man nach der Forschung gucken. Das, ja, das wäre der nächste, ja. Das wäre jetzt nochmal alles irgendwie auf den Weg bringen. Scheiße, guck mal, Kohle kommt hier nicht genügend an. Ich brauche Barren und die hauen hier... Nein, ich brauche die Barren. Hört auf zu produzieren. Ich muss leider die Barren klauen. Ich muss mal kurz die Produktion hier anhalten. Das geht so nicht. Ja. Jetzt müssen wir ganz kurz die Maschinen hier abschalten. Was ist das für eine Scheiße hier? Um die an oder stauen sie sich jetzt davor? Die stauen sich davor, perfekt. Für ein Kabel. Das sind die letzten Worte des Elektrikers. Ja, das ist Elektriker, genau. Ich habe jetzt ein Kabel durchgeschnitten, mal gucken, was passiert. Ja, das Problem ist, dass hier keine Kohle ankommt. Guck, die blinken sich ein Ast. Die Kohle kommt einfach nicht schnell genug hier an. Ja, es ist halt, du hast es selber gesagt, es dauert dann halt einfach einen Moment, ja, dann muss die Kohle auch mal chillen. Kohle. Sein Leben. Aber warte mal, ich hab hier Kohle. No power. Wieso hat er kein Power? Hast du irgendwas angesprochen? Ja, das war das Kabel, was ich gekauft habe, okay. Moment, komm sofort. Das Zusammenspiel mit dir macht es nicht einfacher. Das ist jetzt auch nicht okay? Jetzt. Nee. Wieso? Nicht genügend Freiraum. Achso, weil es. Ehrlich jetzt. Nimm doch von hier vorne. Hier, guck mal, hier, wo ich stehe. Da bitte anschließen. Da ging es nicht durch hier. Okay. Wegen den Leitungen. Ja. Ist so. Ja, ja. Ist eine reine Aktion. Ist so. Okay, bleib schon mal. Dreh mal nicht durch. Ist so. So, gleich staut er zurück und dann kann ich mir nämlich die Stahlbahn hier raus. Ich auch zurück. Gerade. Jetzt kommt auch wieder die Kohle an. Wieso kommt jetzt wieder die Kohle an? Das verstehe ich nicht. Aber einfach der Strom. Nee. Na? Verstehe ich nicht. Jetzt ist die Kohle wieder im Fluss. Tja. Wird jetzt wieder Bock oder so? Oder Kohlekäfer mehr? Oder so. Weißt du? Man weiß ja nicht. Meine Mutter hat immer gesagt, kann ja alles sein. Aber wenn du nicht lernst, wirst du nicht. Hat nichts geholfen. Hat sie nie gesagt. Hätte mal. Ich hab's ja schon oft gesagt. Hätte mir einer damals gesagt, in der Schule aufpassen ist wichtig fürs Leben. No? Ja, haben sie ja probiert. Haben sie probiert, Mias. Wir haben sie hier. Oder nicht? Nee. Man merkt es wahrscheinlich nicht, ich bin so anti-autoritär erzogen worden. Nee, merkt man nicht. Nee, gar nicht. So. Ich habe die Kabelproduktion auf ein neues Höchstmaß geprügelt. Okay. Allerdings macht der hier gerade nichts. Achso. Also diese nackte Kabel hier, Stroh, Leitung wahrscheinlich. Ich brauche Kupfer. Du brauchst Kupfer oder Draht? Genau, Kupfer. Draht. Ich brauche, wenn wir brauchen, mal zwei. Wir brauchen 18 Motoren. Das heißt, wir brauchen 36 Statoren. 36 Statoren mal 3. 36 mal 3 sind 90, 1808.
108 Stahlrohre. Dank hinten vorne nicht. Man könnte doch hier nicht auf Standby schalten, sondern Stahlrohre herstellen. Würde zumindest was passieren. Und dann danach brauchen wir nur noch die Industrial Beams. Ach so, stimmt, wir machen ja Beams, ne? Du kannst ja umschalten, ja, auf Stahlrohre. Ja, ich hab jetzt umgeschaltet auf Stahlrohre. Zumindest kurzfristig. Langfristig brauchen wir natürlich viel mehr Motoren und so ein Kram. Ja. So. Das ist doch gut. Ich warte jetzt so kurz, bis sie durch sind. Dann muss ich mir Kupfer, das Kupfer kann ich mir schon mal holen. Und dann haben wir hier irgendwo Ende der Folge. Ende der Folge haben wir dann ordentlich Dinger. Eier. Eier, meinst du Eier? Eier. Kann ich mir mal schnell eine Bergbank hier hinsetzen? Oder mal eine macht Bergbank? Sinn, macht doch mal. Ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich eine Bergbank hier hinsetzen. Hier sind 100 Platten drin, Alter. 100 Stahlplatten. Ach, 28 kann ich erstellen. Irgendwie habe ich mich doch verrechnet, oder? Nee, ist richtig. Wir brauchen 36. Jetzt haben wir gleich nochmal so einen Performance-Peak, weil hier gerade alles wieder anfängt zu produzieren. Kleine Spannungsspitze. Ich brauch Kupfer, Baby. Was heißt denn Kupfer? Gib mir mal... Hab schon Draht. Draht, Kupferdraht. Draht. Ich weiß nicht, wie er heißt. Draht heißt das. Draht heißt einfach so. Ja. Habe ich ja da extra jetzt nochmal eingesetzt. Also wir haben 1500 schon mal gehabt, gerade. Liegen hier immer noch drin, 1500. Jawohl, 18 Motoren am Stissel. Gleich haben wir MK3, dann können wir die hier schön umstellen. Dann werden wir erstmal hier alles etwas beschleunigen mit den Transporten. Wie sparen wir die Kosten? Was genau die Kosten? Die MK3, die nur aus den Beams. Das ist ja das Geile. Das ist ja wesentlich billiger als so eine komische Stahlplatte herstellen. Verstehst du? Also. Ah. Also deswegen ist das ja so gut, weil die Förderbänder MK2 werden ja aus diesen verstärkten Eisenplatten gemacht. Da brauchst du ja Platten, Schrauben und Gedöns. Aber die MK3 werden nur aus diesen Beams gemacht. Das heißt, du musst wirklich nur Stahlbaren umwandeln. Fett, ich stelle wieder Beams her. So, los geht er. Milestone reached. Logistics have improved by the means of a container with increased storage capacity and enhanced conveyor belt efficiency. Enhanced conveyor belt efficiency. Dann können wir mit dem bei die Kabel schon mal einfach an die Kohle rangehen, ne? Geht schon mal weiter. Mhm. Und ich scanne hier weiter. Wir fangen hinten an, ne? Vom Kohle Vorkommen. R&D has repurposed a common engineering tool to assist you in your defense against the local wildfire. Bitte, was hast du? Ich fange am Kohlevorkommen an zu erweitern. Die MK3 kannst du da vom Kohlevorkommen, ja. Mhm. 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 Noch was in der Tasche, da kann ich nochmal. Hallo. Na? So. So, Stielbeam. Hast du die hinten schon mitgenommen? Ja, die von hinten eigentlich schon wieder, genau. Okay, genau, dann kannst du von hinten erweitern. Auf 3. So. Ich denke, wir brauchen halt ordentlich. Das wirst du sehen, wenn du mit der. Du kannst direkt aufwerten, ne? Du musst nicht neu ziehen oder so. Einfach nur. Nee, hab ich schon mal gesehen, ja. Das, okay. Den hast du schon wieder umgestellt hier hinten, wa? Ja. Port ist launched. Achso, Weltraum Lift Phase 2 abschließen. Da müssen wir jetzt. Muss ich jetzt zum. Den Weltraumluft Phase 2 anmachen, ne? Ja, lass uns erstmal, da brauchen wir eine Menge. Ich muss niesen. Lass ich gleich müde? Ja. Ah. Doch. Ja? Da brauchen wir eine Menge. Ja. Da brauchen wir, glaube ich, 500 verstärkte Stahlrahmen und 150 Motoren oder so. Also, so viel. Können wir doch hier schon anmachen, oder nicht? Ach nee. Ja. Im Prinzip ja. Alte Scheiße. Er raucht doch. 500 verstärkte, nee, 500 Rahmen und 150 Motoren. Oh. Oh, sieht geil aus. Wenn die, ich habe jetzt mal einen so ein MK3-Band gesetzt.
Wir haben noch so eine seitliche Führung. Ja, aber die Kohle muss verstärkt werden. Achso, warte mal, dann würde ich jetzt mal hingehen und würde gucken, dass wir noch einen zusätzlichen Bohrer machen hin bei der Kohle, oder? Oder warte mal, wir haben doch einen Bohrer im Mod 2, oder? Na ja, aber noch können wir uns den. Was? Ja, haben wir? Achso, wir haben den Stab. Können wir auf die Kohle setzen hinten, das wollte ich damit sagen. Ja, müssen wir das? Naja, würde mehr Kohle fördern und das MK3-Band auslasten, oder nicht? Ja, das weiß ich nicht. Müssen wir nicht. Nee, müssen wir nicht, aber es wäre vielleicht eine gute Idee. Nein, oder wir gucken mal hinten, ob noch eine zweite. Was ruckelt das hier gerade so? Oder wir gucken mal, dass noch eine zweite. Ich finde, noch eine zweite Kohlemine dazu kommt. Ja, das auf jeden Fall, ja. Die hängt jetzt hier wirklich an der Kohle, dass das Ding nicht nachkommt. Oder produziert er einfach langsam? Ja, ja. Der wartet jedes Mal, bis er Kohle wieder reinschießt. Ist einfach viel zu langsam. Träge. Ja, definitiv. Wenn wir die Kohle noch erweitern wollen, wird es natürlich auch schwierig, ne? Also auf eine dritte Schmelzvorrichtung. Müssen wir ein bisschen umbasteln. Ach, hier ist so. Hast du das gesehen, dass hier auch ein Raumschiff liegt? Bei dir kannst du mal rangehen und gucken, was du brauchst, weil man braucht nämlich nicht überall Strom, habe ich jetzt festgestellt. Ja, machen wir mal. Moment. Aber erstmal. Conveyor Belt 3 auf 1 setzen. Ja. So, das erste ist schon mal raus. Du bist jetzt bei einem Kohlevorkommen hinten? Ja, genau. Kannst du da mal kurz scannen, ob da noch ein zweites Kohlevorkommen war? Ich weiß nämlich nicht mehr. Bitte pingen, ja, 126 Meter von mir entfernt. Gut, ja, das ist ja super. Dann könnte man dann eventuell das Ding noch ein bisschen befeuern. Ich weiß nur nicht, die Förderbänder, die MK3, die fördern ja 270 Ressourcen. Was macht der Bohrer? Moment, sag ich dir gleich. Genau. Der MK2-Bohrer fördert 120 Ressourcen. Das heißt, wir können mit zwei MK2-Bohrern das MK3-Band auslasten. Ja. Weißt du? Cool. Also wir können praktisch zwei MK2-Bohrer dahin hinsetzen, die mit MK3-Bändern verbinden. Also zu einem MK3-Band und dann fördern wir mit ein bisschen Puffer, lasten wir diese Dinger aus. Dann kommt hier hinten Kohle an, was hier wahrscheinlich raussprotzt. Nur so Sport. Ja. Herr Fleischhammer, wir sind schon wieder am Ende. Ja, ist schon wieder soweit. Es ist auch wirklich soweit heute. Herzlichen Dank. Ich weiß nicht, bin ich dran? Ja, ich bin dran. Ich glaube ja. Ich gucke gerade mal nochmal hier beim Raumschiff vorbei. Kleinen Moment. Ja. Wo sollte man denn da sehen, was man da tun muss? Da musst du an die Klappe ran. Da muss irgendwann ja eine Klappe sein. Hey, eine Klappe. Wir können es da nochmal halten. Okay, E zur Abwuchs. Operatur dafür, ich benutze ja 50 Megahertz. Megawatt. Also der braucht Strom. Ja. Hier sonst irgendwas? Nee. Ja, der braucht Strom. Aber okay. Wobei, wir haben ja Strom gegenüber. Ist doch perfekt. Aber das können wir nächste Folge machen. Machen wir nächste Folge, genau. In diesem Sinne, Herr Fleischhammer, es war mir ein Fest. Mir auch. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Bis dahin. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.